bin jetzt 40 Jahre im Berufsleben und eines Tages wollte man mich nicht mehr in ein Unternehmen. Bin jetzt arbeitslos und wenn ich denke, wenn es so weitergeht, rutsche ich auch in die Mindestsicherung und ich weiß dann wirklich nicht mehr, wie es weitergeht. Man muss tagtäglich darum kämpfen und überlegen, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meinen Strom, wie zahle ich meine Heizung, ja? Wie kriege ich was zum Essen. Es gibt viele, die müssen in den Sozialmärkten Essen holen, weil sie sich das beim, was weiß ich, wo nicht mehr leisten können. Jeder Euro muss zweimal umgedreht werden, man muss schauen, wo man sein Geld ausgibt. In der Regel reicht es eh nicht für viel mehr als fürs Essen und fürs Wohnen. Ja. Und wenn es da weitere Einschnitte gibt in dem Bereich, naja, dann führt das weiter zur sozialen Ausgrenzung der Leute. Diese Diskussion rund um die Mindestsicherung geht ja seit vielen Monaten. Seit vielen Monaten ist es eine Neiddebatte, eine künstlich hochgezogene Neiddebatte. Niemand geht freiwillig wohin, um Geld zu erbetteln oder zu beantragen oder zu bekommen. Sondern es können Umstände eintreten, die mich dazu bringen. Das kann sein durch eine Scheidung, das kann sein durch eine Betriebsauflösung. Es gibt nicht den Mindestsicherungsbezieher oder die Mindestsicherungsbezieher, das kann man so nicht sagen. Ja? Das, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie auf die Leistung angewiesen sind. Man muss sich wirklich die Schicksale im Einzelnen ansehen, aber ich denke, es trifft wirklich hier die Falschen. Das sind Frauen und Kinder. Und also das gehört dringend nochmal nachgedacht, ob man das so umsetzt, wie das vorgeschlagen wird. Für pflegende Angehörige von Kindern mit Behinderungen haben die Kürzungen jetzt massive Auswirkungen. Einfach finanziell, weil unsere Kinder nicht mehr so viel bekommen werden wie bisher. Weil wir uns jetzt noch mehr Sorgen müssen, wie wir die Miete bezahlen. Weil wir uns jetzt noch mehr Sorgen machen müssen, wie wir unsere Tagesstätten bezahlen, die Schulen, die Therapien etc. Ja. Ich bin überzeugt, dass wir die Mindestsicherung brauchen und dass die Menschen die Mindestsicherung brauchen, um so eine soziale Absicherung zu haben und nicht jeden Tag von Existenzängsten bedroht zu sein. Österreich ist nach wie vor ein Sozialstaat und den darf man sich nicht von den Türkisen und Blauen zerschlagen lassen, worauf sie also da wesentlich arbeiten daran. Und ich glaube also, die Mindestsicherung ist ohnehin ein Minimum, wo du nicht viel leisten kannst. Und dieses Minimum eines normalen Lebens steht einem jeden Menschen meines Erachtens zu.